Hallo Facebook, hallo YouTube. Mein Name ist Freddy Fuku. Komm schon. Gern doch. Und wir sind wieder bei dem Beschleuniger. Ich kann die noch nicht kaputt schießen, ne? Naja, okay. Auf jeden Fall schnappen wir uns jetzt den Beschleuniger. Uiuiuiui. Piper mutiert hier wahrscheinlich extrem rum. Zum Glück tangiert die das nicht so. Sicherheitsalarm in Reaktorkammer. Notabsperrung eingeleitet. Geil, oder? Gut, das ging. So, dann gehen wir wieder raus. Danke, Piper, fürs Helfen. So. Bitte warten. Ja, wir warten. Einmal, wenn jetzt wieder die Gegner so kommen, dann können wir natürlich... Was sagt eigentlich meine Skill-Tabelle? Kann ich schon irgendwas nehmen? Nee, noch nicht. Auf jeden Fall muss ich mehr Marktschreier und sowas machen, um bessere Waffen etc. zu modden. So, jetzt waschen wir uns noch ein bisschen. Hey, sehr schön. Wunderbar. Komm. Nee, okay, so geht das nicht. Hallo? Hallo. Hey, da draußen ist was. So, ich versuche das wieder abzuschalten. Ich hoffe, das geht. So, Aggressorensteuerung abschalten. Geil, das geht. So, das. Komm, mach. Das gibt's doch nicht. Und die Turmsteuerung schalten jetzt auch noch aus. Deaktivieren. Wunderbar. Schön, wenn das funktioniert. So. Da kriegst du voll was aus dem Maul. Zack. Geht doch. So. Fusionszelle, Aluminium nehmen wir mit. Die Rest ist mir relativ schnuppe. So, wir sollen wohl wieder raus, ha? Ah! Warte mal. Karte. Nehme ich Karte, sondern Daten. Ne, okay, was soll ich jetzt machen? Den. Eliminiere die Sicherheitseinheiten auf der Reaktorebene. Nach schweren Kämpfen in der Ruine vom Mars habe ich die Reaktorebene erreicht und muss ich das den Belohnungsschein irgendwie aus dem Reaktor entfernen. Ja, das haben wir ja gemacht. Ah, okay. Ich sehe es schon. Aber wir verschwenden keine Munition. Das machen wir wieder mal ganz klassisch. Mit dem Schwert der Tugend. Komm her. Schön, dass wir sie ausschalten können, um dann dadurch keine Probleme zu haben. Geht doch alles. Und Level up. Schön. Die winkt uns. Hallo. So. Die. Okay, hier ist noch irgendwo was.
Aber es war der, der einfach zu viel war. Der Schutzanzug, den geben wir dann Piper, dann ist es nicht mehr so schlimm. Hallo Piper. Hey. Sag einfach Bescheid. Ich würde gern handeln. Klar, schau's dir an. So, du hast ja schon so viel von mir. Kriegst noch viel mehr. Kriegst das Dönermesser zum Beispiel. So, das kriegst du noch von mir. Den Chemikalienanzug, den Kampfanzug. Auch den schwarzen Labor-Kill kriegst du auch. So, Dankeschön. Okay, da ist noch was. Okay, der ist über uns. Fahren wir halt eins hoch. Wer auch immer das ist, ich mag ihn nicht. Recht und hätte ich die alle nur vorher vernichtet. Aber zum Glück ist er ein Idiot. Und tschüss. So. Geht doch. Absperrung beendet. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen. Nein, wir waren nicht Schluss. So. Ihr macht das. Oh, das war aber Glück. Wo ist Piper? Piper, B-Modus aktivieren. Diese Typen wissen einfach nicht, wann es vorbei ist, oder? Ich helfe den Zins, etwas Zeit zu gewinnen. Seht zu, dass ihr den Beschleuniger zum Institut bringt. Ja, ja. Piper, da bist du. So. Hallo. Ziel erneut erfasst. So. Sicherheit für Einsteiger. Wohn. Das wär's. Passt doch. So, nein, erstmal Persönlichkeit, Rechtsvollzug. Haben wir ja schon gemacht. Ne, und jetzt komm. Solange nicht mich. Hallo, immer das auch war. Das hat und Turmsteuerung aktivieren. Solange nicht auch mich. Weitergehen, beginne rechtmäßige Anwendung der Gewalt. Ich mach das mal. Komm schon! Oh, das war knapp. Ich sehe es gerade. Entschuldigt. Schnell mal speichern. So. Gutes Gewehr. Das kann man jetzt nicht. Okay, wir sollen hier raus. Ich kann einiges. Wenn es dir lieb ist. So ist es. So, geht doch. Ich würde ja gerne die da auch so eine Powerrüstung der Piper geben. Warum geht das nicht? Feindliche Lebensform an. Okay, ihr macht das. So. Fusionszelle. Gemüsestärke, geil. Geil. Ja, ich helfe immer meinen Truppen. Sind Vollhelm. Ob das alles toll ist? Okay. Legendär. Scanne unbekannte Person. Freigabe bestätigt. Piper. Piper. Wo ist Piper? Da. Piper. Och nö. Aufgepasst. Nach dir. Wahrscheinlich habe ich ja was, was du brauchen kannst. Ich glaube eher, ich habe was für dich. So, lass mal Kleidung. So, du kriegst das mal alles. Okay. Du bist ja an sich ganz gut ausgestattet. Ne, den vollen Helm. Den nehmen wir mal. So.
10, okay, das ist nix. Na komm, ich schmeiß das wieder weg. Alles klar, Piper, dankeschön. Dann mache ich das mit der Kleidung. So. Gut. Dankeschön, Jungs. Sau cool von euch. Und wir hauen ab in die Freiheit. Und im Ladescreen ist mir gerade eingefallen, dass ich ja ein Level-Up habe. So, Waffenfreak. Hacker, Wiederverwerter. Lokaler Anführer. Da kann man dann die Arbeitsstation bauen, was ja auch nicht verkehrt ist. Das Andamandion-Skelett ist auch geil. Aber hier, Robotik-Experte. Wo sind die normale Waffenbank hier, ja? Rüstmeister. Ich nehme jetzt mal den lokalen Anführer. Tierfreund, Partyhengst, das brauchen wir alles nicht. Inspirierend, da du mit einem guten Beispiel vorangehst, verursacht dein Begleiter oder dein Hund mehr Schaden im Kampf aus. Okay. Ödlandflüstere, meistere die postapokalyptische Welt. Ziele mit deiner Waffe auf eine Ödland-Kreatur mit einem niedrigen Level und erhalte eine Chance, sie zu beruhigen. Okay. Einschüchtern. Das wäre natürlich auch, was haben wir hier? Meist massiertes Feuer. Konzentrier dich. Im Wurz erhält jeder Angriff auf dasselbe Körperteil. 10% Präzision. Okay. Ab durch die Mitte. Wenn du Powerrüstung trägst und beim Sprinten gegen Feinde läufst, fügst du ihnen Schaden zu und bringst sie zum Taumeln. Roboter über große Gegner sind immun gegen Taumeln. Okay, schade. Festgewachsen. Bist du zur Hälfte ein Baum. Wenn du stehen bleibst, erhältst du 25% Schaden. Das ist natürlich auch geil. Kannibale. Heile deine Wunden mit dem Fleisch der Sterblichen. Das Verspeisen von menschlichen Leichen stellt 25 Punkte Gesundheit wieder her. Ist natürlich auch gut, aber lass ich. Lieber Solarenergie, ja. Nuklearphysiker. Boah, es gibt noch so viel, viel, viel zu tun. Und noch so wenig Zeit. So hält man sich unerwünschte Gäste auch vom Leib. So, wo soll ich hin? Zum Institut. Tut mir leid, Piper. Da kannst du nicht mit. So schön. Wir fühlen uns geehrt, Sie willkommen zu heißen. Gute. Vater hat Bemerkenswertes geleistet. Ja. Ohne ihn würde es mich nicht geben. Ich habe eine Reihe von Gegenständen, die bei ihren Oberflächenmissionen nützlich sein dürfen. Ach, Schnauze. Ich meine, ist das so? Terminal irgendwo. Sprich mit Newton Oberly. Dann machen wir das. Was soll ich jetzt überhaupt machen? Ich mach das gleich. Jetzt will ich aber erstmal zum Newton. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt will ich wissen, was der Newton da für uns hat. Der Newton ist nicht wunderbar. Sei doch vernünftig. Ich weiß, du kannst mich hören. Jetzt mach die Tür auf. Ach, es hat keinen Sinn. Was ist los? Dr. Hicks und Dr. Loken protestieren gegen deine Ernennung zu Vaters Nachfolger. Okay. Sie haben die Sicherheitssysteme der Abteilung Biowissenschaft übernommen und unsere Nahrungsmittelversorgung unterbrochen. Haben Sie irgendwelche Forderungen gestellt? Bis jetzt nicht. Aber Sie werden sicher verlangen, dass du alle Verbindungen zum Institut abbrichst. Mit Ihnen reden, komm. Gibt es eine Möglichkeit, mit Ihnen zu reden? Ja, die gibt es tatsächlich. Ich kann den Wartungstunnel zum Beobachtungsraum der Biowissenschaft öffnen. Von dort aus solltest du mit Hicks und Loken sprechen können. Wenn sie nicht mit sich reden lassen, verschafft dir dieses Holoband Zugriff auf den Terminal im Beobachtungsraum. Das sollte dir ein paar Optionen geben. Aber versuch bitte erst mit ihnen zu reden. Gewalt ist das letzte Mittel. Ja, wir werden auch mit ihm reden. Keine Sorge.
das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist doch ganz klar, was wir machen. Wir speichern vorher ab und gucken, dass wir auch ja. Hallo? Muss das Terminal finden. Ach, ich soll mir folgen. Ich glaube, dass du eine gute Wahl bist, um Vaters Platz einzunehmen. Alles klar, danke dir. So, jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, war wieder zu schnell. Immer diese Übereile, die ich habe. So, wir gehen auf, einfach mal außen rum. Hey! Was soll denn das? Muss untere Extremität bestätigen. Seien Sie gewarnt, ich kann nicht zulassen, dass diese Angriffe fortgesetzt werden. Ich bin dein Chef, weißt du das? Wertvolles Eigentum des Instituts. Fahre herunter. So, geht doch. So. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber wenn sie nicht wollen... Achso, den hätte ich... Geh zum Kontrollraum. Biowissenschaften. Wie komme ich da hin? Entschuldigt bitte, wenn ich wieder mal nichts sehe. Das kommt vor. Leider zu häufig bei mir. Aber... So. Eigentlich bin ich jetzt schon ziemlich angepisst, meine Freunde. Denn ich bin Paddel. Und Faddel kann sehr sauer werden. Denn ich bin der neue Faddel. Geschafft. Der Faddel vom Faddel. Also. Fadders bin ich. Fadders. Entschärfen! Entschärfen! Nicht entschärft. So. Zack. Ganz einfach. Was haben wir denn da? Trinkglas. Ach ja, wenn es so schön ist. Das Clipboard nehmen wir mit. Hier haben wir Knöpfe. Okay, schön. Wird hier funktionieren? Das ist ja klasse. Was ist mit denn hier? Ja, verkaufe ich. Sehr gut, Benny. Oh. Ist doch nicht. Verrückt. So, was ist mir denn hier? Plant hilft nichts. Ich war. Oh, State. Es sind drei. Drei. Drei, drei, drei. Drei Buchstaben sind am richtigen. Start, da ist es. Was? Staff. Wie schön.
Na gut, jetzt ist auch egal. Deaktiviert. Tür öffnen. Sauber mal alles auf. Was sind wir denn hier? Starte. Leifer, ist es Tatsache? Delta. Mach's gut, Penner. Gibt's doch nicht. Jetzt hätten die auf mich gewartet. Sind wir hier im alten Teil? Ich soll hier gar nicht hin, ich weiß. Ups. Ich soll hier nicht hin. Ich geh mal wieder zurück. Jetzt das machen wir noch auf. Runner-Uniform, ja geil. Kronkorken. Oh. Oh, das hat sich doch gelohnt. Das kann ich ja auch. Alles zum Knallen. So. Das Terminal entsperren. Jetzt gehe ich doch hier lang. Crap. Einsteiger. Man muss nur einmal das Richtige am Anfang finden. Dad hat zwei, dann kann es nur Deal sein. Oh, Deal auch. Dann ist es yeah. Cool. Ah. Oh, das war eigentlich gar nicht so. Oha. Habt ihr etwa Supermutanten gezüchtet? Wart ihr das? Oh. Lass mich mal lesen. Status der Person. Resultat nach Beginn. Konform mit Standardresultat entsorgt. Okay. Konform mit. Verstorben. Leute, nicht cool. Nicht cool. Die züchten hier Supermutanten. Kommen die Supermutanten etwa von euch? Ich bin gespannt. Jetzt bin ich hier irgendwo durch, wo ich wahrscheinlich erstmal hätte nicht durchgehen sollen. Aber so ist das nun mal. Hallo. Weg. So, automatisch Geschütztürme. Freilassung der Exemplare beginnen, Tür ausschließen. Tür aufschließen.
Die Tür ist offen. Synths, Verteidigungsprotokoll 1. Okay. Ich glaube, das war falsch, was ich gerade gemacht habe. Kann das sein? Ich glaube, das war falsch. Ich glaube, das war falsch. Wir gehen nochmal hier hin. Beziehungsweise... Das war's für die Folge. Ich bin gerade so ein bisschen unentschlossen, wo es lang geht. Ob das richtig war, was ich da gemacht habe oder nicht. Aber vielleicht kann ich zumindest sagen, ich habe die Geschütztürme abgeschaltet, dass die nicht direkt auf uns ballern. Aber den Rest lassen wir erstmal so, wie es ist. Es ist gerade ein bisschen merkwürdig. Ich weiß gerade nicht, ob das alles so okay ist, was ich gerade mache. Naja. Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut und ciao.